Ja, jeder Tag, ne, der Woche, der war nämlich unter einem besonderen Namen, ne, oder einem besonderen Motto. Ein Tag war zum Beispiel der Spürnasentag. Ne, da hat er wahrscheinlich die ganzen Gerüche der Kräuter, ne, gerochen. Kann das sein? Genau. Ja, und ein Tag war ein Träumetag und ein anderer Tag war, wie hießen die alle? Heute Schneckentag. Was habt ihr denn am Schneckentag gemacht? Alles? Da haben wir Schnecken gesucht. Das war zum Beispiel gestern. Und die Schnecke, die war weiß von mir und war ganz klein und heißte Schnecki. Oh, heißt Schnecki. Und was habt ihr dann noch gemacht an dem Schneckentag? Da haben wir auch noch den Film gedreht. Da haben wir am Anfang ein bisschen was gebastelt, ne? Mhm. Und dann hat der Moritz mit seiner Kamera das fotografiert und am Ende ist ein Film draus geworden, ne? Da war so ein Stadtfilm, also da macht man so Fotos, verschiedene Fotos und dann spielt man das ab und dann ist es richtig cool. Das ist so gesagt ein kleiner kurzer Film. Ich hatte es auf meiner Kamera auch, das kann ich auch abspielen. Alex, was hat dir denn am besten gefallen in der Woche? Heute ist ja der letzte Tag der Woche, ne? Also, dass wir das Tipi gebaut haben und... Ja. Willst du uns das denn mal zeigen, das Tipi? Darf ich? Ja, sollen wir mal hingehen? Hast du nämlich auch was Spezielles reingemacht? Lagerfeuer. Lagerfeuer, zeig uns doch mal. Wollen wir mal gehen? Aber das zünden wir dann nicht an. Nee? Lagerfeuer, dass man nicht anzündet? Gut. Kalina, was hat dir denn am besten gefallen den Kindern? Mir? Ja, den Kindern? Ja, dir auch bei den Kindern oder was? Ich glaube, hier im Garten war es toll, weil man einfach so viel machen kann. Ne, man kann bauen, man kann die Farben angucken, man kann die Pflanzen entdecken, die manche auch schon kannten. Also hier ist es, glaube ich, einfach sehr vielfältig. Und das zweite war der Bach, wenn ich mich richtig erinnere. Wir waren da mitten im Bach drin. Genau, ihr seid auch richtig, richtig nass geworden, ne? Mhm, sind wir. Und ich habe auch zwei Flusskrebse und einen Flusswurm gefangen. Wie schmecken die? Ich habe die Flusskrebse überall an meiner Hand gehabt. Und ich war ganz, ganz, ganz pitschnass, als ich zu Hause gegangen bin. Da wollte mein Papa mich dann nicht mehr mit zum Einkaufen nehmen. Ach so. Was denkst du, wie ich das war? Von hier bis hier. Ja, und wir waren noch richtig schlammig. Ne? Wer hat denn die Schlammpackung noch mal gemacht? Das war der Benjamin und ich. Und die Merit ich habe an den Knien gemacht, diese Schlammpackung. Ja. Und ich habe mitgehalten, den Staudamm zu machen. Mit der Schlammpackung. Genau, da war ein Staudamm, damit wir ein bisschen gebaut haben. Die Nadine, die hat auch die Gruppe begleitet, ne? Und was ist dir besonders aufgefallen? Also man muss ja sagen, dass wir jetzt Corona-bedingt die Kinder ganz lange auch zu Hause hatten, wochenlang. Und uns ist aufgefallen, dass die Kinder total viel rennen müssen. Vielleicht ist das auch immer so, ne? Gerade bei euch. Aber jetzt gerade denken wir, dass draußen in die Natur zu gehen wahrscheinlich das Beste ist, was man machen kann für die Kinder. Und was wird ihr noch hier noch zeigen, ist, dass sie sich ganz viel bewegen können, aber das ist ja nur eine Seite. Und übrigens, da hinten ist mein Mandala und da ist auch noch ein Mandala. Und unterschwellig kann man vielleicht noch ein bisschen was lernen. Also, dass Natur auch einfach ganz wichtig ist für uns und das Ökosystem uns auch braucht und die Bienen, die brauchen wir auch ganz dringend, richtig? Und die Bäume. Mhm, die Bäume, denn ohne die Bäume, was würde uns da fehlen? Die Luft. Genau. Ohne die Bäume fahren. Genau. Ne? Und was passiert ohne Bienen? Merit, weißt du, wenn wir keine Bienen hätten, was wir dann? Wenn wir kein Honig. Aber manche geben ja auch gar keinen Honig, oder? Wenn wir keine Bienen hätten, dann würden sämtliche Obst und Gemüse nicht wachsen. Und dann hätten wir nicht so viel Obst und Gemüse, zum Beispiel zum Mitnehmen. Genau, ihr kennt euch schon richtig gut aus, ne? Toll. Erzählt das dann auch euren Eltern zu Hause, wenn die das nicht wissen oder nicht immer dran denken? Ja. Und wir dürfen nicht so viel Fleisch essen. Da ist was dran.
Ja, das stimmt sogar. Das sind nämlich Tiere, die auch sehr wichtig sind. Genau. Zum Beispiel eine Kuh gibt Milch. Ja, ganz genau. Alex, würdest du denn nochmal so eine Ferienfreizeit machen? Ja, ich habe schon beim letzten Mal das gemacht, in den letzten Sommerferien, aber ich habe immer nur eine Woche, weil das sonst zu teuer wird. Und nächstes Mal komme ich auch. Kommt auch. Und die Ich fand es gar nicht gekommen. Ja, aber letztes Jahr bist du nicht da gewesen. Oder ihr wart nicht in der gleichen Woche. Die Ferien sind ja lang, oder? Ich war letztes Jahr auch in bei Bienenthema. Oh, da kennen Sie dich schon so gut aus, oder? Aber in der Wien. War in der Wienwoche. Die sind ganz beschäftigt. Ja? Ja, ich war letztes Mal aber in der Frage. Ja, das Kind sagte eben, es ist alles so teuer. Ich nehme an, das ist der Grund, warum die Sparkasse hier ist. Nicht, dass das Geld abzieht, sondern dass er irgendwas beitut. So ist das. In dem Fall die Bürgerstiftung der Sparkasse Leverkusen und der Stadt. Wir fördern das, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Jahren, Frau Ackermann? Ewig gefühlt, ja, ne? Also die Sparkasse fördert die Bürgerstiftung fördert ja viele unserer Projekte genau. Und auch wirklich schon seit vielen Jahren. Ich glaube, Sie sollen rüberkommen. Sehr schön, dass das ein zuverlässiger Partner ist, aber ich denke auch, dass Sie jedes Mal, wenn Sie hier sind bei einem Termin, sehen, dass es gut angelegt ist. Wirklich gut angelegt ist. Auf jeden Fall. Es in die Zukunft investiert. Ja, genau. Es gibt auch andere Wochen und auch andere Gruppen, die hier sind. Es kommen auch manchmal andere Gruppen von anderen. Von woanders her, ne? Ja. Von weiter genau. Weg. Auch. Von anderen Schulen. Ja. Aber wichtig ist es einfach, dass man hier auch auf eine spielerische Art wirklich etwas auch für die Natur, den Naturschutz tun kann, der Erziehung. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Weg, als so etwas zu vermitteln. In der Schulbank kann man sowas tun, ja, aber ich glaube, im praktischen Erleben hat es einfach auch nochmal einen ganz anderen Behaltenswert für die Kinder. Deswegen habe ich eben auch gefragt, ob man es denn dann auch mit nach Hause nimmt und auch mal den Eltern erzählt. Oder den Erwachsenen generell, die ja vielleicht manchmal mit der Natur nicht so umgehen, ob bewusst oder unbewusst, wie man es sollte. Und ich glaube, das ist ein wirklicher großer und auch kaum zu bezahlender Effekt, den man da mit den Kindern hat. Und das ist einfach der Grund, warum das halt auch wirklich gerne fördern. Bitte? Entschuldigung. Mein Vater ist Landschaftsgärtner, deswegen kennt er sich mit der Natur. Der weiß, um was es geht, genau. Das ist mein gut. Vater war auch Landschaftsgärtner. Und hier kommen auch manchmal Familien hin, um sich hier das anzugucken. Und wir haben schon mal ein paar Kinder gesehen. Zum Beispiel, wir haben schon mal so mit so etwas so geknetet, wo die Knete war. Und dann haben ein paar Kinder sogar. Ich habe auch ein paar Sachen von unseren Kuchen abgerupft, die wir dran gemacht haben. Und die haben sogar dieses Knetti-Ding. Genau. Noch ein paar Zahlen. Ich habe jetzt drei Betreuerinnen oder nein, zwei. Ja, das ist dieses Jahr sehr intensiv. Wegen Corona werden die Gruppen nicht größer als 8 sein. Ne? Und wir haben 2 Gruppen jede Woche da, also 2 mal 8 Kinder. Das ist sonst anders, das ist sonst also mindestens doppelt so viel. Ne? Aber mindestens konnten wir es in dieser besonderen Zeit mit mindestens 16 Kindern jede Woche anbieten. Ne? Und alle Wochen sind ausgebucht, ne? Alle 6 Wochen. Wir sind jetzt gerade in der 5. Wir haben noch eine Woche nächste Woche. Und dann ist leider Schluss, dann fängt ja hoffentlich die Schule wieder an. Die Schule hat ja irgendwie 8 Wochen Schule, dann geht es Herbstferien, da bieten sie auch was an. Wir planen wieder eine Herbstakademie und sind aber noch kräftig in der Planung, weil wir müssen jetzt ja noch diese endgültigen Kriterien erfahren, wie dürfen wir dann überhaupt mit Kindern, mit welchen Gruppen arbeiten. Aber wir sind fest in der Planung. Anmeldung über naturgutobhofen.de oder sowas? Wie immer.